Sag gleich vorweg, hier gibt es ein Vorwort, weil es mich echt beschäftigt und auf Insta hatte ich das heute auch schon gepostet. Der Action-Heul kommt danach, die Empathielosen können vorspringen. Für mich ist es heute wichtig, weil heute hat sich im Gewässer Wannsee, Pfaueninsel, die Richtung eine Sache ereignet und manchmal weiß man ja gar nicht, wer guckt denn zu. Vielleicht guckt der ein oder andere, der sich heute daran erinnern konnte, oder weil mich lässt das irgendwie nicht in Ruhe, was sich da abgespielt hat heute. Ich weiß zwar nicht, wie man weiterhelfen kann, könnte. Ich werde morgen noch probieren zu recherchieren, in welches Krankenhaus kam die Gerettete, eventuell Polizei anrufen, ich muss mal gucken. Ich war mit meinen Kindern ganz normal am Wasser und das betrifft jetzt wirklich nur die Leute, die heute am 26.06. im Zehlendorfer Gebiet unterwegs waren, baden und die, die daran beteiligt waren oder die Person dann irgendwie durch Zufall wiedererkennen. Wir hatten heute den heißesten Tag in dieser Woche, 38 Grad, glaube ich, Schattentemperaturen. Und irgendwann nachmittags wurde es immer voller. Kinder kamen, ihre Eltern kamen. Ihre Eltern kamen. Ey, geht gar nicht schlimmer mehr. Eltern mit ihren Kindern kamen. So, der See oder dieses Stück wurde immer voller. Dann kam ein Herr mit Glatze. Ja, definitiv kann ich so sagen. Alter zwischen 35 und 40 ist ja oftmals ein bisschen schwer zu schätzen. Hatte drei Kinder bei. Maximal zwei, aber ich glaube, es waren drei und ein weißbraunen Mischlingshund. Mit denen ging er dann ins Wasser, in den See schwimmen. Alles kein Problem, ne? Ich habe mich auch fast nur im Wasser aufgehalten, bin immer rein, raus und dann dachte ich mir, oh komm, bleib gleich im Wasser drin. Gut, dieses Stück wurde dann immer voller. Es sah schon irgendwie aus wie so ein Ameisenhaufen, so langsam, aber alles auch nur vorne verteilt. Das heißt, hinten, wo die kleinen Kinder auch nicht hin sollen, wo aufgepasst wurde, dass sie nicht nach hinten laufen mit ihren Schwimmringen, Schwimmflügeln, war der Bereich eher voller vorne. So, und dann guckt man ja, beobachtet so ein bisschen, meine Kinder sind ja mittlerweile groß. Wer auf Insta die Story, die ging so durcheinander durch dieses ständige Abbreche und nur eine Minute sprechen dürfen und dann hat er das alles nicht hochgeladen, wie ich es jetzt erkläre. Habe ich mich so umgeguckt, meine Kinder auch, haben dann so eine süße kleine Omi entdeckt. Wobei ich süß sagen muss, wirr. Verwirrt, wirr, sofort geschnallt, demenzkrank, auf jeden Fall. Hab mir so ein bisschen schon Sorgen gemacht, es ist jetzt die Hitze und oh weia, wie kommt sie denn jetzt hier an dieses Stück? Gelaufen? Auf gar keinen Fall. Und dann dachte ich mir, ah doch, Miranda, du hast schon öfter mal ältere Menschen getroffen, die aus ihren Heimen abhauen, weil die das ja nicht merken. Und dann dachte ich mir, ey, das wäre echt krass, weil Autofahren auf gar keinen Fall. Dafür war sie einfach, ihr müsst euch vorstellen, die alte Dame zwischen 75 und 80 hatte eine Motorik von einem 2- bis 3-jährigen Kind und hat auch alles so beobachtet. Und ist auch so gelaufen. Das Umziehen ihres Badeanzugs dauerte fast eine halbe Stunde, ungelogen. Und ich habe mir auch da Sorgen gemacht, so in der Hitze. Die saß ziemlich dicht an den Sachen dran, wo dieser glatzköpfige Mann mit dem Hund und den Kindern baden war. Dann dachte ich mir, naja, auch oh Gott, Mensch, das hat sie jetzt auch nicht verstanden, dass sie da mit auf der Decke fast sitzt mit ihrem Täschchen, wo sie da ihren Badeanzug rausgeholt hat, fing sich also an auszuziehen. Eine halbe Stunde später stand dann auch so nackend und hat dann wieder so durch die Gegend geguckt, wo ich schon so ein bisschen grinsen musste, so, ach Mann, ist sie süß. Ja, macht sich halt nichts mehr, ne? Draus, dass sie da so steht, aber irgendwie war die so unbeholfen. Und die hat mir echt schon so leid getan, weil man hat einfach gesehen, da stimmt was im Geistigen und in der Motorik schon gar nicht mehr. So, dann fing sie an, ihren Badeanzug anzuziehen. Auch da immer hängen geblieben und schon gewackelt. Und ich dachte mir so, die geht doch jetzt nicht so ins Wasser rein. Und dachte mir, okay, beobachten wir sie mal. Deswegen habe ich auch die gleichen Sachen angezogen, die ich heute am Wasser getragen habe. Falls sich jemand an die Situation erinnern kann. Wie gesagt, ich bin hier kein Großer, aber der Zufall ist es. Ich appelliere immer an diese guten Zufälle, dass es zufällig
was gibt es nicht alles zufällig? Man sagt, der Zufall gibt es nicht. Aber es könnte ja sein, dass es jemand gesehen hat und dachte mir nur so, nee, die geht so nicht ins Wasser. Habe noch vom Kopf her gedacht, sie wird einfach nur ihre Beine abkühlen wollen. Mehr nicht, ne? Und warum nur eine Minute Speicherzeit? Was ist das denn jetzt schon wieder? Sie hatte den Badeanzug an. Ich gebe zu, musste ich lachen. Weil der Badeanzug hatte einen sehr tiefen Rückenausschnitt in so einem altmodischen, unauffälligen Muster. Hellblau, glaube ich, oder sowas. Oder grau, meliert, keine Ahnung. Und sie hat den verkehrt rum angezogen. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie diese alte Dame aussah. Die Brüste hingen natürlich total komplett raus. Am Bauchnabel war dieser Abschluss. Und sie hatte hinten das Teil für vorne. Und dann habe ich geguckt und dachte mir, ach Mann, ey, warum lachst du? Du bist so böse. Ich stehe auch dazu, weil es einfach irgendwie niedlich aussah, wenn man da so steht. Und aber irgendwie habe ich das Gefühl nicht losgelassen, dass irgendwas nicht stimmt. Und irgendwie instinktiv sagt man ja auch nicht zu jemandem, man will einen Fremden eigentlich auch nicht gerade darauf ansprechen, du, da ist irgendwas Negatives jetzt gerade. Weil mich hat es ja im Endeffekt nicht gestört. Und mir war es einfach unangenehm, ihr zu sagen, Entschuldigung, Sie haben den Badeanzug an, obwohl es gar nicht meine Art ist. Normalerweise mache ich sowas, wenn ich weiß, es dient zur Belustigung. Sowas kann ich zum Beispiel gar nicht ab, wenn Menschen zur Belustigung dienen, die es nicht mitkriegen. Aber irgendwie in meinem Kopf dachte ich mir, naja, vielleicht hat es dann einfach nur ein bisschen zu weit nach unten gezogen. Gucken wir mal jetzt einfach, solange wie jetzt keiner anfängt zu lachen und habe mich dann auch schnell wieder einbekommen. Hab sie dann beobachtet, so, und dann ist sie ja ins Wasser. Und irgendwie war das für mich dann so erledigt und dachte mir, naja, gut, drin sieht es keiner, ne? Lassen wir sie einfach, beobachten wir sie mal ein bisschen. Und ich glaube, ihr Glück war einfach, dass auch wirklich sie mir im Kopf geblieben ist, weil sie ausgerechnet diesen Badeanzug verkehrt rum anhatte. So, nun hat sie sich auch, genau wie ich es empfunden habe, abgekühlt, bis zum Po ist sie reingelaufen, drehte sich dann auch wieder zum Ufer um. Und ich so, oh, okay. Da kühlt sie sich ab, ist ja doch nicht so schwach, wie ich dachte. Habe ich einen falschen Eindruck gehabt. Ich bin dann auch wieder ins Wasser rein, weil mir zu heiß war. Ich dachte mir so, boah, ich sterbe. Bin auch knallerot hier überall, trotz Eincreme. Und habe dann von meinem Gummireifen, wo ich mich immer so raufschmeiße, mit meinen schönen Schuhen, die ich immer anhabe, ne, damit ich da nicht auf diese Hummer trete, die da tatsächlich rumschwimmen, habe diese Oma so ein bisschen beobachtet und dachte mir so, hä? Miranda, da hast du dich aber ganz doll getäuscht, die geht schwimmen. Und dachte mir so, Hut ab. Im Inneren habe ich so geklatscht, so, boah, die ist ja voll fit, die geht jetzt schwimmen. So, dann habe ich sie auch gelassen, ja, geht schwimmen, ne. Trotzdem immer so einen Blick rübergeworfen zu ihr und dachte mir so, krass. Dachte mir so, na hoffentlich verpeilt sie es nicht, dass sie diesen Weg wieder zurück muss. Was ist, wenn sie jetzt einen Krampf kriegt, weil sie ja schon so zerbrechlich war, sehr dünn, verwirrt, dement auf mich wirkte, ja, und ich habe dann alles wieder vom Bord geworfen und dachte mir so, krass, sie kann aber schwimmen, wie ein Weltmeister, und ist dann auf einmal losgeschwommen. So, dann bin ich sozusagen hinter den ganzen Kindern mit meinen Schwimmreifen los, weil mich die Kinder so ein bisschen irritiert haben, bei meinen Kindern wusste ich ja, okay, da brauche ich mir jetzt keine Sorgen machen, die sitzen auf der Decke und waren ab und zu bei mir, Kilian war sogar bei mir. Ich habe irgendwie zu ihm gesagt, guck mal, die Oma ist voll fit. Aber das ist ja schon krass, wie weit sie jetzt rausschwimmt bei der Hitze. Und gut, die ist mir immer noch im Kopf drin geblieben und habe dann wieder so zum Ufer geguckt und habe geguckt, ist die wirklich alleine da? Und habe mir jeden Einzelnen so angeguckt. Und dann habe ich einen Mann, der mit Glatze, der vorher mit seinem Hund und den drei Kindern drin war, alleine, der da auch völlig unauffällig gespielt hat, dachte ich so, ach Mensch, cool, Familienvater spielt da und kriegt seine Rastung, genau wie ich, mit dem Hund, mit den Kindern. Und guckte dann so in die Richtung von der alten Dame. Seine Kinder waren gesichert draußen, er konnte also nicht nach dem Hund oder nach den Kindern gucken, sondern guckte in die Richtung von der Dame, die dort schwamm. Schwimmte und das wirklich in Vergangenheit, wie ich es jetzt gerade so merke. Und denkt mir so, wo guckt der hin? Warum guckt der denn so? Und dann ist so mein Blick immer gegangen so. Er hat sie nicht aus den Augen gelassen. Dann habe ich wieder zur Oma geguckt und dachte mir so, krass, da macht sich jemand auch gerade Gedanken am Ufer. Das war mein erster Gedanke. Und habe dann so meine Alarmanlage angeschaltet und dachte, okay Miranda, jetzt bist du nicht mehr dumm.
nicht dieses, hör auf zu halluzinieren oder immer für andere mitzudenken, komm mal wieder runter. Da denkt jemand gerade am Ufer mit, der auch sie die ganze Zeit so, weil die Sonne so knallte, fixiert hat. Und es war nur eine Oma, die dort schwamm in dem hinteren Bereich. Er konnte also nichts vorne fixiert haben, was man so beobachtet. Und dann dachte ich so, guck wieder zur Oma. Hab dann schon gesehen, was macht die? Der Kopf war immer so und wieder oben, so und wieder oben. Und dann konnte ich das nicht deuten, wegen der Wellen. Wenn die Dampfer da langfahren, Schiffe, Motorboote und sowas, alles kommt dann erstmal wieder so ein Wellenzug. Und dann hat man es öfter, dass man Köpfe nicht mehr erkennen kann. Und ihr Kopf war mal weg und wieder da. Und ich dachte, okay, waren die Wellen. Instinktiv sage ich jetzt schon vorab, ich will hier kein Lob. Das, was mich ankotzt an dieser ganzen Aktion heute, werdet ihr noch sehen. Ich will aber nicht. Bitte lesen, auch wenn es lieb gemeint ist, du bist eine Heldin, hast du toll gemacht. Ich weiß, hört sich jetzt wieder an, so, ah, jetzt willst du es extra hören. Nee, ist für mich selbstverständlich, was jetzt alles kommt. Mir geht es um eine ganz, ganz andere Sache, warum ich dieses heute mit reinnehme, was für mich echt wichtig ist. Wahrscheinlich für mich selber zum Verarbeiten. Dieser Kopf war ständig weg und ich, okay, hab zu Kira noch gesagt, Kitty, bleib mal bitte hier, ich werde jetzt der Oma entgegenschwimmen. Einfach aus reiner Neugier wollte ich sie im Auge behalten, weil ich mir nicht. Ich konnte mir nicht vorstellen, die schwimmt doch nicht zur Boje in ihrem Alter, verwirrt kaum am Gerade stehen. Da haut was nicht hin. Bin ihr entgegengeschwommen und konnte jetzt genauer sehen, dass der Kopf wirklich schon, also bis hier war der schon so weg. Und du hast gesehen, diese Frau hatte keine Kraft mehr. So, und dann habe ich mich vergewissert zu dem Typen, der die ganze Zeit wirklich sie so beobachtet hat. Dass ich gedacht habe, mach doch mal was. Also ich habe mir selber gesagt, so, bin ich jetzt blöde? Spinne ich jetzt, wenn ich ihr helfe? Oder wirkt es für mich nur gefährlich? Übertreibe ich gerade? So ein Gefühl hatte ich, weil ich gesehen habe, der Mann macht ja nichts. Der hätte aber das sehen müssen, weil er am näheren Ufer stand. Ich war noch sozusagen ein bisschen weiter weg als er, aber er stand irgendwo näher dran an ihr. Und ich habe gesehen, der macht gar nichts. Boah, Miranda, scheiße, nee, irgendwas stimmt da nicht. Die klappt immer so ab. Du hast gesehen, dass sie nach Luft jauchzte. Und dann habe ich natürlich den Gummireifen in meinen Arm geklemmt und habe da keinen mehr auf. Ich bin hier irgendwie die Prinzessin auf der Erbse da gespielt, um mich da auszuruhen. Bin dann hingeschwommen mit dem Tempo. Hab dann wieder den Kopf so absacken sehen, hab wieder ins. Also, ich weiß nicht, warum ich den Mann immer angeglotzt habe, weil ich die ganze Zeit wusste, er sieht es doch. Und bin ich immer noch diejenige, die nicht sieht, dass was nicht stimmt? Warum steht er da und macht nichts oder schreit Hilfe? Und hab ihn wieder angeguckt, dreh mich um und auf einmal war die Frau weg. Ey, ihr wisst gar nicht, wie schlecht mir da wurde. Mir war so ekelhaft und ich dachte mir, ey, Miranda, das ist jetzt nicht deine Schuld, dass du so langsam diese alte Dame beobachtet hast, ob mit ihr nun alles okay ist oder nicht. Und du immer diesen Mann fixierst, ob der es auch sieht wie ich. Ich so, ey, nee. Und dann kam so dieser Instinkt so, oh mein Gott. Ich bin am schnellsten an sie dran, bin da losgeschwommen und dachte mir nur so, Gott sei Dank habe ich mir den Fleck fixiert. Und habe mir schon vorgestellt, oh bitte nicht, ey. Bitte nicht, dass hier eine Leiche jetzt oder eine ertrunkene alte Dame, die ich die ganze Zeit im Visier habe, wegen mir ertrinkt, weil ich da. Einfach nur immer geguckt habe, bin ich die Einzige, die das sieht. Habe ich ja schon öfter wiederholt. Und meine Angst war, scheiße, die geht doch unter. Die schwimmt doch gleich irgendwo oben. Das war so meine Sorge. Und ich so, ach du Kacke, dieses Dings mit dem Kopf immer runter, war nicht mehr die Wellen. Es war wirklich, dass sie keine Luft mehr gekriegt hat. Und ich dachte echt so, hö, sie schwimmt immer hoch und runter. Ihr kennt ja die Schwimmer, die immer so schwimmen und abtauchen. Ja, bin zur Stelle hin. Und hab echt Herzrasen, Adrenalin, da schaltet ja das Gehirn aus. Hab geguckt die ganze Zeit. Ich so, ey, nee, das darf nicht wahr sein. Irgendwo liegt sie jetzt unter meinen Füßen. Natürlich konnte man da nicht stehen, ist ja wohl ganz klar. Und fragt mich nicht ab, wie viele Sekunden oder Minuten, keine Ahnung, hab ich dann ihr Gesicht, ihre stahlblauen Augen, habe ich auf Insta schon erzählt, ihre Augen aufgerissen, der komplette, das Gesicht blau, grau. So. Und nur weil ich diese Augen gesehen habe, konnte ich sie sehen. Ich glaube, hätte sie ihre aufgerissenen Augen mit der blauen Farbe
die da nicht so aus dem See gestochen hätten, nicht gesehen, die wäre ab heute, ja, ich weiß nicht, wann es passiert wäre, wann man die gesucht hätte. Ich wahrscheinlich hätte dann irgendjemand darauf aufmerksam gemacht, logischerweise. Aber es muss ja in Sekunden passieren, diese ganze Sache. Und dann habe ich versucht, sie mir zu greifen. So, sie war aber nicht so. Und sie, oh nee, ich kann es gar nicht erzählen. Echt, also so eine Aktion, man rettet wirklich viel oder versucht vielen zu helfen. Aber im Wasser ist es für mich jetzt gerade was ganz Neues. Ich, instinktiv macht man es auch. Ich dachte mir nur so, scheiße, es ist zu spät, aber hol sie raus. Für mich war es in dem Moment schon scheiße, sie ist zu spät, ist vorbei. Blau, grau, aufgerissene Augen, leblos. Ich habe probiert, dann ihren Körper zu greifen, bin dann noch weggerutscht mit meinen Händen, ja. Ich sag mir immer durch die Fingernägel oftmals, habe ich auch schon meiner Kleinen damals geholfen, wo sie sich verschluckt hat. Es ist einfach eine Millimeterverlängerung manchmal, wo man noch greifen könnte, die einfach ein bisschen länger sind. Auch wer es lächerlich findet, aber diese paar Millimeter machen es manchmal aus, dass man, bevor man wirklich absackt oder was weiß ich, man hat diese paar Zentimeter länger dran, als ein anderer an der Hand hätte. Und das ist immer so mein Positives, was ich aus den Nägeln, mit denen ich mir manchmal auch weh tue, ziehe. Und bin dann natürlich abgetaucht, konnte dann ihren Arm greifen, wirklich absolut knochig, die arme Dame, wo ich mir dachte, ich breche ihr gleich diese Hand oder den Arm, weil die so dünn war. Und man überlegt nicht, ich habe die hochgerissen auf diesen Schwimmreifen, den ich bei hatte, Gott sei Dank. Und dachte ihr so, oh Scheiße, ich tue doch weh, wie ich sie hole. Und gleich im Moment, scheiß drauf. Rupp sie aus dem Wasser. Und sie lag dann wirklich bewusstlos auf dem Reifen. Und ich so, fuck, 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 die ganze Zeit gedacht, so, laber jetzt nicht, schwimm zum Ufer, mach jetzt hier nichts mehr. Und wenn du mit einer Leiche zurück schwimmst, scheißegal, aber nicht im See lassen. Und ich habe schon gemerkt, nach den ersten Sekunden, dass sie versucht hat, alles rauszuhusten und dachte mir so beim Ufer zurückschwimmen, boah, Gott sei Dank, ey, hast jetzt hier keine tote Dame rausgeholt, wo, da geht er mir alles durch den Kopf. Ey, was haben sie da mit ihr gemacht? Weiß man ja manchmal nicht, man guckt zu viele Filme, ja, und dann dieser Mann ständig, der da die ganze Zeit zugeguckt hat. So, dann habe ich schon gebrüllt. Am Strand standen ja Männer mit ihren Kindern. Hab ich schon gebrüllt. So nicht. Können Sie mir bitte helfen? Also auch ganz hektisch so. Und der Mann mit seiner dunkelfarbenen Boxershorts und einem weißen Hemd mit ein paar Logos drauf, groß und auch Haare bis hierhin, Sonnenbrille, der hat sofort gehandelt und ja klar, und hat sie mir dann abgenommen, hat sie aufs Ufer gesetzt, beziehungsweise ans Ufer gesetzt, beziehungsweise auch gehalten. Die hat gehustet die ganze Zeit. Es war auch gut, dass dieses Wasser rauskommt, die Lungen wieder freikommen, aber mir war schon klar, man muss da irgendwie dieses Wasser rauskriegen. Und dann kam dieser Mann, der da die ganze Zeit am Ufer ihr zugeguckt hat. Und das ist das, diese Stelle, die ich bemängel heute und die mir aus dem Kopf nicht rausgeht, wo ich mir sage, ich habe mir sein Verhalten heute angeguckt. Ich unterstelle ihm nicht, dass er zugeguckt hat, dass Verwandte oder Bekannte, ich weiß nicht, die gehörten zusammen, ja? Und wenn man zusammengehört und guckt einer alten Frau hinterher die ganze Zeit und handelt nicht, alleine schon diese Grenzüberschreitung, eine dement kranke Frau ans Wasser zu lassen, sie nicht in Aufsicht zu haben, dann geht man nicht an den See mit einer Frau, die demenzkrank ist oder dement ist, die verwirrt ist, also kann mir ja keiner erzählen, dass er das nicht wusste. Und er war immer noch nicht da. Ich und der Mann waren die einzigen, obwohl da kam noch eine Frau zu oder zwei Frauen, die geholfen haben. Es wurde so schnell gehandelt, aber nicht von dem, der mit der Roma da zusammenkam. Ich weiß nicht, was die für eine Konstellation haben. Irgendwann saßen die dann beide zusammen am Ufer und sie war dann so geschockt, lebte natürlich, Gott sei Dank, hat ein bisschen Wasser gespuckt und ich dachte, okay, du Vollidiot, hättest ja mal einschreiten können. Aber in dem Moment, als diese Oma an seiner Schulter so lag, wusste ich, okay, die gehören zusammen. Er weiß jetzt, was zu tun ist. Er kennt die Krankheitsgeschichte von der Frau. Er wird jetzt schon handeln, ne? Und war mir eigentlich, weil ich dann auch einen Krampf hatte und mir so ein bisschen die Schulter verzerrt habe, ist nichts Schlimmes, aber ich erzähle jetzt, wie es war, habe ich mich erstmal dann auch so vom Schock so voll am Zittern und puh,
Gott sei Dank, Miranda. Gott sei Dank hast du den nicht aus dem Auge gelassen. Es gäbe jetzt nichts Schlimmeres, als in der Zeitung zu lesen, Frau ertrunken. Und das während meiner Anwesenheit und das, wo ich ihr in die Augen geguckt habe. Und nee, das wollte ich gar nicht. Deswegen dachte ich mir so, die ist jetzt in guten Händen. Er wird das Weitere machen. Hat er aber nicht. Hat er aber nicht. Ich dachte die ganze Zeit, er hat einen Krankenwagen gerufen, weil er ja wirklich keine Aufgabe hatte. Nö, da saß er erstmal mit ihr noch 5 Minuten, was ich ja danach erst mitbekommen habe, weil ich sie beobachtet habe und dachte eigentlich, da wurde schon was gerufen. Na, wie geht's dir? Und total leise rumgenuschelt, mit einer Decke drumrum. Und man hat gesehen, sie wurde von diesem Zustand grau, aber auch nicht wieder rosig, ja. Also dieses Blau veränderte sich ins Grau. Und die war total geistesabwesend, die Augen aufgerissen immer noch, aber am Atmen. Und dann kam eine Frau von hinten und meinte irgendwie, na, soll ich den Krankenwagen rufen? Und da dachte ich mir so, was? Der hat nicht mal einen Krankenwagen gerufen? Und ich dachte so, ey, das kann nicht wahr sein. So, das zweite Ding, was mir bestätigte, der ist doch nicht ganz sauber, der Typ, der da war, ja? Wie kann man denn zwei Fehler? Also gut, sagen wir mal, er hätte es nicht gesehen, dass. Er hätte es nicht gesehen, stimmt nicht. Er hat gesehen, dass diese Frau Richtung Boje schwimmt. Absolut da schon. No-Go für jemanden, der mit einer kranken alten Dame ans Wasser geht. Da ist bei mir schon Stopp. Ich raffe diesen Vorgang nicht. Und deswegen will ich, dass man es hört, falls dieser Frau irgendwas, falls die jemand kennt oder falls ihr morgen was passiert. Ja, vielleicht läuft die morgen wieder in den See rein. Ich weiß ja nicht, was der vorhatte, ganz ehrlich. So langsam kommt es mir ein bisschen blöde vor. So, dann kam der Krankenwagen. Und dann hat nicht er die Dame hochgetragen, sondern der mir geholfen hatte, der Mann. Aus dem Ufer. Der hat die Oma ohne Überlegen geschnappt, wie so ein Kind, hat sie den Hang hochgetragen. Der zu der Oma gehörte, ist hinterhergetrottet. Ich dachte mir nur so, was läuft denn hier verkehrt in dem Film? Was zum Teufel läuft denn hier verkehrt? Alle, die am See waren und das mitbekommen haben, haben geholfen. Nö, nur nicht er. Der Herr, der Glatztyp da. Mit seinem Hund und seinen 3 Kindern, die ja versorgt auf der Decke saßen. Der hätte ja sagen können, Entschuldigung, können Sie mal bitte auf die Kinder und auf den Hund aufpassen, wäre kein Problem gewesen. Aber dass der da so handelt wie so eine Schnecke, so nach dem Motto, gucken wir mal der Dame hinterher, wo sie hinschwimmt. Naja, mein Gott, wenn sie nicht zurückkommt, dann hat man ja gesehen, springt man auch nicht ins Wasser, ne? Und da ist so die Stelle, wo ich mir denke, was ist das für ein Arschloch? Dann bin ich, weil für mich der Tag war dann gelaufen, 17 Uhr, zwischen 17 und 17:30 Uhr ereignete sich das Ganze. Und ich habe zu meinen Kindern dann auch gesagt, die fassungslos so, warum macht der nichts? Haben sie auch gesagt. Für uns war das Ding dann gegessen, habe den Krankenwagen dann oben gesehen und dachte mir so, nee, da läufst du jetzt hin. Bin hingelaufen und habe gesagt, übrigens bin ich diejenige, die Frau aus dem Wasser gezogen hat. Vielleicht ist es wichtig zu wissen. Ungefähr 30 bis 60 Sekunden war sie unter Wasser. So, und habe das so schnippisch gesagt, was ich gar nicht wollte, aber ich wollte die Diskussion, meine Wut diesem Typen, der da saß, immer noch so. Verlangt man Danke? Eventuell würde man es denken, ja, aber ein Danke ist ein Wort. Man will oder man rettet gerne für den Menschen. Sie hat es aber nicht mitbekommen. Sie ist zu wirr. Sie wird morgen nicht wissen, was passiert ist. Ja? Aber ein Verwandter, an dem man nicht mal sehen kann, dass er dankbar ist, dass man da 2, 3, 4 Helfer hatte, die in der Situation alle geholfen haben, damit diese Frau überlebt. Und der hat sich nicht einmal geregt. Und die ganze Zeit. Auch als ich das gesagt habe, ich bin übrigens die Frau, die die Dame rausgezogen hat. Vielleicht wäre die Zeit interessant zu wissen. Ja, logisch war es für die interessant zu wissen, war eine wichtige Information. Da kam kein, ach Mensch, danke für die Mühe oder für den Einsatz oder super, dass Sie das so schnell gesehen haben. Ich hab's nicht überblickt oder nichts. Nichts. Und das die ganze Zeit zu wissen, dass ich jemanden heute beobachtet habe, wo wir uns dann noch mit den Badegästen unterhalten haben, dass da irgendwas nicht stimmen kann, das geht mir nicht aus dem Hirn raus. Geht mir echt heute nicht aus dem Hirn raus, was da ablief. Wie kann man so empathielos, also aus was für einem Grund ist man so empathielos, ne? Dass man so kalt und
berechnend dazuguckt. Ich will ihm nicht unterstellen, dass er zugucken wollte, wie sie ertrinkt, obwohl ich das im Gehirn habe, tut mir leid. Aber alleine zuzugucken, wie seine Begleitung, was ich ja nicht wusste, dass sie zusammengehören. Wie kommt man denn da drauf, wenn ich mit einer kranken Person altersbedingt an den See gehe, dann gucke ich der doch nicht nur hinterher, wie die Richtung Boje schwimmt oder bin ich bescheuert. Also, ganz seltsam. Ein ganz, ganz ungutes Gefühl habe ich. Auf jeden Fall ist diese Frau bei diesem Mann nicht sicher. Alleine wie man überfordert mit einem Hund, drei Kindern und einer demenzkranken, verwirrten Frau an den See bei 38 Grad ranfahren kann, ist mir schleierhaft. Wie man die unbeaufsichtigt lassen kann, ist mir schleierhaft. Mir kommt schon langsam so vor, als ob er dieses ganze Ding geplant hat. Tut mir leid, jeder wird sich denken so, boah, halluzinier mal bitte nicht so viel. Guck mal, weniger Krimis. Nee, da fehlt bei mir auch die Logik. Warum geht man mit einer Frau, mit einer für mich labilen, schon fast geistig weggetretenen Frau an den See? Sagt mir das mal. Zum Abkühlen? Und dann lässt man die alleine, oder wie? Nee, dann würde man immer an ihrer Seite sein. Dann würde man sie zurückholen, zurückpfeifen, hinterhergehen, wenn sie losschwimmt. Und er hat es von Anfang an gesehen. Und deswegen denke ich mir manchmal so, vielleicht ist irgendeiner mit bei, der weiß, von welcher Situation, von welchem Tag ich heute rede. Manchmal nimmt man gar nicht so viele Menschen wahr, die an einer Badestelle sind. Und oftmals ergibt dann der Rest der Zufälle, die für mich nie Zufälle sind, sondern es soll dann so sein, ein Ergebnis oder sagt sich, ja Mann, das klingt doch nach dem Fall, den wir heute hatten oder die kommt doch aus dem und dem Heim, der Betreuer ist ja der und der oder ihr Sohn ist ja, hat eine Glatze, einen Hund, drei Kinder oder zwei. Stimmt, haben wir von dem Vorfall gehört, ist ja krass. Also für mich ist das Ganze abzustempeln heute nach einer unterlassenen Hilfeleistung ganz klarer Fall. Ich überlege und werde wahrscheinlich morgen irgendwo anrufen bei der Polizei oder bei den Krankenhäusern. Bei der Polizei wahrscheinlich schon, weil die müssen ja irgendwo, oder Feuerwehr, müssen ja irgendwo diese Sachen registriert haben, weil, nee, das war von A bis Z nicht ein stimmiges Ding, was ich ihm abnehmen würde, nachdem ich ihn beobachtet habe. Also wenn ich eins nicht machen sollte, was sich viele wünschen, dann ist es immer beobachten. Gestiken, Mimiken, Bauchgefühl, Kopf, Instinkt, alles. Ne? Und auch hier heute wieder, ganz böser Mann. Ganz, ganz böser Mann, der irgendwas im Schilde führt. Ja, und man weiß es nicht. Vielleicht sieht es jemand, wo ich mir dann die ganze Aktion sparen könnte. Oder wo man sagt, ja Mensch, du, das ist schon mehrfach passiert, immer wenn er mit ihr unterwegs war. Man weiß es nicht, wie die Leute ticken. Lebensversicherung, ich will es ihm nicht unterstellen, um Gottes Willen, aber so, selbst meine Kinder haben gesagt, krass, Mama, ich würde dich niemals dabei beobachten, wie du, wenn du so krank wärst, irgendwo hinschwimmst. Ich würde dich niemals alleine in der Sonne da so sitzen lassen und mich nur um den Hund und die Kinder kümmern. Es war schon echt grausam anzusehen. Es war wirklich grausam, sodass man nicht mal einsortieren konnte, dass die zusammengehören. Und das heißt schon was. Normalerweise sieht man, wer zu wem gehört irgendwann. Nö, aber sie war die ganze Zeit alleine auf sich gestellt. Und dieser Blick, dass er dann noch so ihr hinterher guckt, ist das Schlimmste für mich am heutigen Tag gewesen. Und das Schlimmste für mich, dass ich andauernd gedacht habe, Miranda, komm doch mal runter von deinem Trip. Der macht doch gar nichts, also muss doch eigentlich alles okay sein. Der guckt dir doch so hinterher, bilde dir nicht ein, dass sie die ganze Zeit so abklappt im Wasser. Aber gut, dass mein Ehrgeiz und mein Wille da stärker ist und ich mich nicht auf andere zu doll verlasse, ne? Und ja, es ist auch für mich schön, dass ich sie gerettet habe, keine Frage. Aber diese ganze Moral an der Geschichte ist nicht gut. Und das wollte ich euch übermitteln, ne? Dass man eventuell auch durch mich so ein bisschen lernen kann, auch wenn man denkt, ach komm, wird schon nicht, geht lieber gucken, macht es lieber. Ob bei Kindern, bei älteren Menschen, egal welche Altersgruppe, jeder Mensch, wenn euch was komisch vorkommt, dann ist das nicht von ungefähr. Wir handeln nicht, weil wir Langeweile haben und denken, ach komm, jetzt warten wir mal, bis da was passiert. Nee, immer den Instinkten folgen und selbst wenn es ein Fehlalarm ist, dann ist doch gut. Dann ist doch für alle wirklich am besten, dass so eine Sachen dann nicht passieren. Aber für mich ist es heute so ein Gefühl, ja,
auf Insta haben sie mir auch gesagt, du Heldin, ich mag so eine Wörter nicht. Klar habe ich ein Menschenleben gerettet, aber nach diesem Ganzen, was man sieht von A bis Z, habe ich das Gefühl, aber nicht für lange. Kennt ihr das? Das ist so, als wenn ein Arzt irgendwie ein Extremsportler das Bein rettet in Mühe und Not. Und dieser Sportler ist kurz davor gewesen, sein Bein zu verlieren. Der Arzt hat sich so viel Mühe gegeben, sein Bein zu retten. Und derjenige springt genau an der gleichen Stelle wieder, wo man sagen würde oder wo ihm gesagt wurde, sie dürfen den Sprung nicht nochmal wiederholen. Und da weiß der Arzt dann auch so, oh krass, wozu habe ich, also nicht jetzt bitte auf mich, wozu habe ich mir so viel Mühe gegeben, um Gottes Willen, ich würde jedes Mal wieder retten, ja. Aber dieses Gefühl ist bei mir einfach so drin, für wie lange lebt diese Frau, wenn morgen, also morgen wird sie noch nicht fit sein, auf gar keinen Fall, wenn so auf diese Dame nicht aufgepasst wird. Und sie ist ja nicht abgehauen, es war ja eine Begleitung, der glatzköpfige Mann dabei, ne? Naja, gut. Damit wir jetzt auch zum Schönen zu springen können, ich weiß, es passt hier wahrscheinlich gar nicht zusammen, aber es ist aktuell und mir ist es wichtig, dass es rauskommt. Und ja, falls welche hier rübergesprungen sind, absolut verständlich, dann guckt euch den oberflächlichen Hall an, der jetzt kommt. Ist jetzt auch nicht böse gemeint, tut mir leid, aber dieser Sprung ist für mich jetzt gerade so ein bisschen schwer. Verlebte, Erlebte zu verarbeiten. Klar, ihr steckt jetzt nicht in meinem Kopf, aber jetzt rüber zu springen zu Action, mache ich ja jetzt oberflächlich genauso weiter. Steht mir zu, muss ich mir selber sagen. Ja, Miranda, du machst jetzt deinen oberflächlichen verdammten Haul. Es gibt so viel Wichtigeres, wie man heute gemerkt hat. Aber es ist ja nun mal das, was uns nicht runterziehen soll. Es ist alles für heute gut gegangen. Ich fühle mich gut, indem ich so gehandelt habe und deswegen kann ich beruhigt auch den Haul machen. Wäre jetzt wirklich irgendwas passiert mit ihr und ich hätte nicht gewusst, dass sie überlebt oder wäre mir in den Armen gestorben, da könnt ihr davon sicher sein, hätte ich nur eine kurze Botschaft hier gelassen, genau wie dieses Video jetzt und hätte gesagt, vielen Dank, Dankeschön, vielleicht bis in der Woche nochmal, ne? Weil das nimmt einen schon mit, wenn man da so nah am Geschehen ist, auch wenn es fremde Personen sind. Ja, na gut, kommen wir vom Unglücklichen, noch gut ausgegangenem zum Action Hall. Ich weiß nicht, ob da für jedermann jetzt irgendwas bei ist. Also, mir wurde ja schon oft empfohlen, dass ich das Konzentrat oder diese Putzmittel generell bei Action sehr gut sein sollen. Und hier habe ich A Good Clean Naturally. Also, Put Me. Put Me, hier steht nirgendwo Put Me drin. nee, die Sprachen. Bitte schreibt alles auf Deutsch. Mach es ins Wasser. I remove dirt everywhere. Das ist schön. Ja, vielleicht könnte man damit den Glatzkopf auch cleanern. Das ist ein Mandarin, Pfefferminz oder Minz. Bodenwischzeug? Ach, ein Allesreiniger. Allesreiniger. Gut, haben wir es jetzt auch noch auf die Reihe bekommen. Auf die Reue. Entschuldigt, aber heute ist ganz schlimm. Der Duft ist sehr, sehr angenehm. Das sind 750 Milliliter. Habe ich den Bon hier drin. Ihr müsstet übrigens irgendwann zu diesem Wall, kommt dann wahrscheinlich in 2, 3 Wochen auch mal ein Vlog, wie ich da reinspaziere. Dann wisst ihr, es handelt sich um diesen Inhalt, den ich dann da gekauft habe. Das hat gekostet. Da ist sogar die Bon aufgehoben. Oh nee, ey. Wo steht's denn? Das ist ein Qual. Ich spreche nicht, wo ich mit den 500 Milliliter abgebildet. Ist doch kein Unfasser. Machen wir einfach weiter. Wie gesagt, mit den Preisen ist mir jetzt selber auch Wurst. Wenn man es braucht, dann kann man sich auf jeden Fall die Sachen erschwingen. Nee, erschwinglich sind sie, sonst könnte ich sie mir selber nicht kaufen. Ich habe mal ein Mundwasser probiert. New without alcohol. Das ist Alkohol. Ohne Alkohol. Fresh White Action hat mich so ein bisschen echt an so Pervers erinnert. Oder Odol. Irgendwie sowas, ja. 1,49 gekostet. 500 Milliliter. Dann sieht man hier Reese's. Da hat mein Sohn schon zwei von geklaut. 1,99. Ey, nee, sorry. Lasst mich mit dem Bon in Ruhe. Ich blick da nicht durch. Ich habe einmal Insektenspray mitgenommen. Fand ich jetzt eventuell ganz hilfreich. Mal gucken, ob es wirkt. Das sind 100 Milliliter. War auch nicht teuer. Dann habe ich Reiscracker mit Meeressalz gekauft. Waren ebenfalls nicht teuer. Dann habe ich noch ein Air Freshener.
ein Luftraumspray. Wo ist denn die Kappe? Ach hier, eine Kappe war ja natürlich auch drauf. Das ist der Duft Lavendel und Patchouli. Das sind 250 Milliliter. Ich glaube, das ist der bekloppteste Heul, den ich jemals gedreht habe. Ich merke, ich bin selber verwirrt. Oh, das riecht aber schön. Das riecht wirklich schön nach Lavendel und wie riecht ein Patchouli? Das ist doch so ein Parfüm. Oh ja, das ist genau meins. Doch, sehr, sehr schön. Riecht wirklich gut. Dann habe ich Ava Vanish. Da dachte ich zuerst, sieht aus wie Ajax und von Vanish so eine Mischung. Ein Ultra-White-Konzentrat für die Waschmaschine. Ja. Riecht nach Waschmittel. Wird nicht unbedingt großartig teuer, aber nach Waschmittel. Und dann habe ich noch zwei so eine Kakteengläser gekauft. Ich glaube, eins hat 1,29, 1,39, vielleicht auch unter einem Euro. Die benutze ich jetzt gerne für Kaffee, Eiswürfel und Milch. Perfekt ist das zusammen. So, und dann, wer mich gerne verfolgt, sieht ja, dass ich gerne so diese Gypsy-Ohrringe trage, Indianer-Ohrringe, wie mein Sohn so schön sagt, spanischen Flair. Und dann und dadurch, dass ich gerne abwechslungsreich zu den Farben die Ohrringe passend trage oder zum Make-up, zum Lidschatten, habe ich einmal diese Ohrringe, würden hervorragend heute hier passen. Dann einmal diese Version. Dann noch einmal diese Version, ein bisschen anders, ist natürlich jetzt alles Modeschmuck, ne? Aber gut, wenn es kaputt geht, dann ist es kaputt. Fragt ja keiner, ey, wie teuer sind denn deine Ohrringe, obwohl ich Modeschmuck wirklich nicht mag. Aber bei diesen Stoffdingern bleibt einem nichts anderes übrig. Dann so eine Fransen. Dann einmal in Weiß. Und einmal in Grau. Weil die anderen Farben habe ich ja auch schon vertreten. Die waren aber nicht vom Action, die ich manchmal hier drin habe. Diese Traumfänger, wie man sie so schön nennt. Ja, das war's. Mein Akku zeigt jetzt auf Leere. Ich glaube, das war das schnellste Haul aller Zeiten. Ich kann euch das Ganze noch mal kurz hochhalten. Hier die beiden Sachen. Das Paar Ohrringe hat unterm Euro gekostet, kann ich euch sagen. Naja, ich nutze jetzt mal die Zeit, bis mein Akku wirklich leer ist. Es tut mir echt leid, war ein bisschen verwirrend heute. 1,52 hat ein Paar gekostet. Ich habe gelogen. Ach, ein Ventilator mit Wasserzerstäuber, den hatte ich auch schon vorige Woche gekauft. Da seht ihr es, ja. Ich war am 22.06. bei Action, so lange steht das schon hier. Da hatten sie dann diesen Wasserspray für, na, Pumpen, weil Kilian ist von dem begeistert, ich übrigens auch. Kilian hat den in seiner Schulzeit sogar schon benutzt im Unterricht. Die sind echt gut. Da packt ihr Batterien rein, könnt euer Gesicht befeuchten und währenddessen flattert euch die Luft entgegen. Das ist herrlich bei diesem Wetter, auch im Auto. Hab mich nur den einen Tag gewundert, hab die Autoscheiben geputzt und dachte mir so, wie saumäßig sieht da mein Auto aus. Die Scheibe vorne, lass die Scheibenwischer schwingen und tanzen und die Flecken gingen nicht weg. Und ich so, hä, die sind ja von innen. Und ich so, boah. Der Ventilator. Da ist das immer schön rangeklatscht und ich habe mich schön gefreut.